Activists are sometimes depicted as dangerous radicals. But the truly dangerous radicals are the countries that are increasing the production of fossil fuels. Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Mama, was hast du damals getan? Als noch Zeit war, um unsere Welt zu warnen. Das sind Straftäter, ob man da nicht zu entsprechenden Verboten kommen kann. Jetzt brennt der Wald auch bei uns. Das Wasser wird knapp, ich hab Durst, Mama, was soll ich tun? Aber doch nicht mitten auf der Straße, das ist das Problem. Doch, genau da auf der Straße. Papa, zum Geburtstag. Gibt's dazu keine Antwort von der Person, die heute 50 Jahre im Parlament ist? Die Zeit zurückzudrehen, um in den 220er noch auf die Straßen zu gehen. Raus hier. Papa, es wäre gewesen. Hätte es mehr mutige Menschen gegeben. Ist das wirklich die letzte Generation? Oder die erste, die aufwacht, um das Richtige? Würde die einmal bitte mit. We cannot accept that our attention is not focused on climate change. Und genau deswegen richten wir unsere Aufmerksamkeit jetzt hier auf dieses Panel. Und damit ganz herzlich willkommen zum DKE Tuesday for Future, dem Innovation Campus 2023 der DKE, hier aus diesem, wie ich finde, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wunderschönen Hexagon in Hanau. Sie alle ganz herzlich willkommen. Ja, Sie dürfen auch klatschen. Ich finde auch, für so eine schöne Bühne, so eine schöne Bühne. Und Sie alle da draußen und ihr alle auch ganz herzlich im digitalen Raum willkommen. Und wenn ich schon sage Bühne, Sie haben vielleicht an die Wände geguckt. Mir gegenüber steht Zuhören, Mitreden. Dort steht Respekt. Also auch wenn wir jetzt hier eine Talkshow-ähnliche Anordnung gruppiert haben, wir versuchen einander zuzuhören und wirklich miteinander ins Gespräch zu kommen in den nächsten 25 Minuten mit 4 hochgeschätzten Gästen. Wir hatten eigentlich 5, eine davon konnte leider nicht kommen oder kann nicht kommen, weil sie erkrankt ist, was wir wahnsinnig bedauern. Wir stellen sie alle gleich vor. Und unser Interesse in den ersten 25 Minuten ist, gleich mit Ihnen und euch ins Gespräch zu kommen. Nutzen Sie zahlreich im Chat die Möglichkeit, wenn Sie da draußen sind, Ihre Fragen zu senden. Die poppen bei mir im Tablet auf oder hier drinnen machen Sie sich mit Handzeichen bemerkbar. Wir haben 2 Mikros und mit denen gehen wir rum. Ich selbst bin kein DKE-Gewächs. Mein Name ist Andrea Thilo, ich bin Journalistin aus Berlin. Und es ist mir wirklich, und es ist kein Lippenbekenntnis, eine große Ehre und eine wahnsinnige Freude, mit diesem Damenpanel zu beginnen und den ganzen Tag über Sie zu begleiten. Weil, wer von Ihnen war letztes Jahr dabei? Erinnert sich irgendjemand von Ihnen an den Männerüberhang letztes Jahr? Hände hoch. Okay. Nein, also die Tatsache, so weiblich jetzt zu beginnen, das wird sich nicht den ganzen Tag durchziehen, ist vielleicht eine Art Konterreaktion auf vergangenes Jahr, um die Gendergerechtigkeit herzustellen. Jetzt lassen Sie uns aber inhaltlich werden. Seid doch bitte so lieb, wir haben vorher das kollektive Du vereinbart. Stellt euch ganz kurz vor, im Uhrzeigersinn. Wer seid ihr? Wenn ja, wie viele? Was macht ihr und warum seid ihr hier? Okay, kann man mich hören? Ja. Ja, ich bin Lea Dohm, ich bin Psychologin, Psychotherapeutin, hatte bis letztes Jahr eine Praxis für Psychotherapie, habe mich aber schon seit einigen Jahren für die Transformation für Klimagerechtigkeit eingesetzt, deswegen die Praxis verkauft und arbeite jetzt bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Da geht es um die Transformation des Gesundheitssystems in Richtung Nachhaltigkeit. Da gibt es auch viele Schnittstellen der Zusammenarbeit übrigens. Und ich bin Mitinitiatorin der Psychologists for Future. Fantastisch, danke, dass du da bist. Daria. Ich bin Daria Sotude. Ich bin Klimaaktivistin bei Fridays for Future Deutschland und nebenbei auch Studentin. Und ich setze mich vor allem für Klimagerechtigkeit ein, habe viel gemacht zu sozialen Themen, also der Schnittstelle von sozialen Themen, sozialer Gerechtigkeit, Antirassismus und Klima und wie wir das zusammenbekommen und den Kampf zusammenbekommen. Und nebenbei mache ich viel Öffentlichkeitsarbeit, deshalb bin ich heute auch hier. Freuen uns sehr.
Mir gegenüber, wir nennen das hier immer auf der 12, hätte eigentlich Josephine Schwenke gesessen, von der letzten Generation, was uns wahnsinnig gefreut hat, dass sie zugesagt hat. Sie ist aber erkrankt und kann kaum sprechen und sitzt jetzt zu Hause. Wir bedauern das total. Es sind also keine Klimakleber dafür verantwortlich, dass sie nicht gekommen ist. Also nein, gute Besserung an Sie, Josephine. Wenn du jetzt trotzdem zuhören kannst, wir bedauern sehr, dass du nicht dabei sein kannst. Beste Genesungswünsche. Vielleicht trotzdem Applaus, weil in Gedanken wäre ja eigentlich hier. Dankeschön. Dankeschön. Bitte. Ja, ich hoffe, dass meine Stimme durchhält heute. Ich bin auch nicht ganz hundertprozentig fit. Mein Name ist Juliane Selle. Ich bin in dieser Runde wahrscheinlich am ehesten noch das VDE-Gewächs sozusagen. ich bin heute hier im Namen des VDE Youngnetz, also der Vertretung aller Studierenden, Young Professionals, die sich im VDE engagieren oder Mitglied sind. In meinem eigentlichen Karrieredasein bin ich bei der Firma Energiekontor und leite dort die Leitwarte für Wind- und Solarenergie in Bremerhaven. Wunderbar. Wir satteln hier Kompetenz auf Kompetenz. Susanne. Ich bin Susanne Schöp, Geschäftsführerin und Co-Founderin von Critical Friends. Wir sind 30 junge Spezialistinnen, Ingenieurinnen, WissenschaftlerInnen und UnternehmerInnen, die sich mit einer neuen Form von Wirtschaft beschäftigen, einer Beautiful Economy. Und wir sind auch ein Ausbildungsprogramm. Wir haben eine Akademie, in der wir junge Mitarbeitende auf den Weg der Transformation nehmen und sie innerhalb der Unternehmen stark machen. Ganz kurze Nachfrage. Was kennzeichnet eine Beautiful Economy? Eine Beautiful Economy schöpft in vier Dimensionen Wert. Sie macht Profit, sie achtet aber auch auf die Menschen, hat ein wunderbares Produkt im besten Fall und ist für den Planeten oder wahrt planetare Grenzen. Okay, apropos planetare Grenzen, lasst uns da direkt anfangen. Ja, herzlich willkommen. War schon mittendrin. Wir reden so oft über letzte Generation und Fridays for Future. Lasst uns mit dir beginnen, Daria. Meine erste Frage, die geht aber an euch alle, ist, wenn wir die Klimakrise und den Klimawandel, wenn wir dem begegnen wollen, die Klimakrise gemeinsam wuppen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel irgendwie noch ansatzweise erreichen wollen, was sind aus eurer und deiner Perspektive die wichtigsten Hebel, an die wir ran müssen? So konkret wie irgend geht. Also ich glaube, ganz grob gesagt, wir brauchen einen Wandel, einen gesellschaftlichen Wandel und das Ziel muss eben eine ökologische und gerechte Gesellschaft sein. Da müssen wir hin und das heißt, dass wir auf allen Ebenen ansetzen müssen und zwar auch politisch, im Energiesektor, aber auch in der Industrie, im Verkehr und es ist ja, jetzt vor allem über Energie gesprochen, ist es eben essentiell, dass nachhaltige Alternativen gefördert werden, auch finanziell. Ich glaube, das ist so eines der wichtigsten Dinge, meiner Meinung nach, dass auch von der Regierung die Mittel bereitgestellt werden, damit die Entscheidung, sich klimaschonend zu verhalten, nicht am einzelnen Bürger hängen bleibt, an jedem Individuum, sondern dass wir da gesellschaftlich hinkommen und dass sich quasi soziale Gerechtigkeit und nachhaltiges Leben nicht gegeneinander, also nicht gegenseitig ausschließen, sondern im besten Fall sogar gegenseitig unterstützen. Okay, ich übersetze es mal mit Energiegerechtigkeit zur Nachhaltigkeit. Vielen Dank. Wer Freiwillige vor? Ich würde gerne ergänzen. Bitte, go ahead. ja, finde ich auch, absolut, unterschreibe ich alles. Ich würde dazu sagen wollen, dass aufgrund des gegebenen Zeitdrucks, den wir haben einen ganz enormen Zeitdruck, wir gleichzeitig unseren Fokus darauf lenken sollten, dass wir einerseits gezielt auf soziale Kipppunkte hinarbeiten, wo wir wissen, was da machbar ist, also dazu gibt es Forschung. Ganz zentral ist zum Beispiel das Offenlegen aller Emissionen. Viele, viele Menschen wissen überhaupt nicht, wo die ganzen Emissionen herkommen. Das muss dringend deutlich gemacht werden. Zudem brauchen wir dringend einen Abbau der klimaschädlichen Subventionen und im Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderung steht zudem, dass das alles nicht funktionieren wird ohne einen Wertewandel. Das ist ein psychologisches Thema. Das heißt, da geht es darum, dass wir lernen, und mehr Abstand zu gewinnen von dem Denken, was auf eine reine individuelle Profitmaximierung ausgerichtet ist, mehr hin zu solchen Themen wie Gesundheit, Leben, Zeit, Zeitwohlstand. Wir brauchen mehr Zeitwohlstand. Nochmal kurz zum Anfang deines Beitrags zurück. Brauchen wir dann auch einen CO2-Preis, der die realen Effekte abbildet? Wir brauchen alles gleichzeitig, uns läuft die Zeit davon. Okay. Lass uns bei der Zeitdringlichkeit bleiben. Dein konkreter Vorschlag?
ich würde auch sagen, Zeit ist wirklich der Knackpunkt. Ich will das gar nicht wiederholen, was ihr wunderbar ausgeführt habt, sondern da noch mal ein bisschen was ergänzen. Selbst, und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, selbst wenn wir jetzt wirklich Gas geben und alles etablieren, wir wissen alle, wir haben ein Nachwuchsproblem, das kennt die DKE an sich auch. Ich würde Ihnen deswegen gleich mal zwei kleine Fragen stellen wollen. Aber es bringt uns halt nichts, wenn wir jetzt alles super schnell aufbauen und umbauen und dann stehen wir in 10 Jahren da und haben niemanden, der Wind und Solar warten kann zum Beispiel. Aha. Und deswegen geht mein Appell auch so ein bisschen raus an die ganzen Gewerkschaften und so, die da sind. Leute, hört doch bitte auf, für klimaschädliche Jobs zu kämpfen, für deren Erhalt, sondern kämpft frühzeitig dafür, dass eure Leute umgeschult werden und in die richtigen neuen Industriefelder untergebracht werden. Damit schaffen wir es nicht, alle Fachkräfte abzudecken, die uns jetzt fehlen, aber anstatt welche zu verschwenden in Bereichen, die eigentlich tot sind, wäre halt ein Shift ganz gut. Ne? Vielen Dank. Als du das gerade sagtest, ach bitte, go ahead. Ja? Darf ich da anknüpfen? Bitte gerne. Ich würde gerne in die Runde fragen, wer von Ihnen hat denn Nachwuchsprobleme? Also in der eigenen, also das kann man jetzt doch in der eigenen Firma. Nicht in der eigenen Familie. In der eigenen Organisation. In der eigenen Organisation. Sie dürfen sich ruhig trauen. Kommen Sie aus der Deckung, wirklich. Also das ist, was haben Sie gesagt? Also gut, der Herr hat gerade gesagt, wir sollten besser fragen, wer keine hat. Das sind glatte 25, also wenn das mindestens 25% waren und draußen haben wir noch gar kein Votum, ja. Weil wir haben uns gerade schon im Vorfeld unterhalten und du sagtest, diese Branche hat ein absolutes Nachwuchsproblem. Und ich glaube, um Unternehmertum der Zukunft zu denken, gilt es, unsere Perspektive mit einzubinden. Ich glaube, unsere Generation sind die Spezialistinnen von morgen oder sogar von heute, die Lösungen in Unternehmen bringen. Also warum die nicht nutzen, warum die nicht einbinden, um Unternehmertum zukunftsweisend zu denken. Und zwar so, dass ihr Unternehmen auch profitabel bleibt in Zukunft. Das ist mein Hebel. Ich glaube, wir sitzen hier mit lauter UnternehmerInnen oder UnternehmensvertreterInnen zusammen und die Wirtschaft hat so eine Wirkmacht, und zwar in weniger Zeit zu handeln. Also wir brauchen nicht die 4 Jahre politische Transformation, sondern die Handlung sollte jetzt passieren und kann im Unternehmertum viel schneller gelingen. Vielleicht gebe ich das direkt an dich zurück, Daria. Mich würde interessieren, wie oft werdet ihr gefragt, euch mit an den Tisch zu setzen, um in Beratungsprozesse mit reinzugehen oder eure Perspektive mit einzubringen aus unternehmerischen Zusammenhängen? Weil man merkt ja, dass eure Organisation politisch sich sehr gut immer weiter vernetzt, größer wird und so weiter, etatisiert auf eine Art und Weise. Schon häufiger. Ich glaube, sogar häufiger als von der Politik ist mein Eindruck. Weil das natürlich, ich würde sagen, das ist eben eine auch noch etwas individuellere Ebene als eben die Politik, die von ganz oben die Rahmenbedingungen setzen könnte. Und es passiert schon häufiger, dass wir von Unternehmen oder kleineren Initiativen oder Verbänden angefragt werden. Und das ist dann für mich auch oder für uns immer eine kleine Umstellung, weil wir natürlich in erster Linie die Regierung ansprechen und auffordern, von ganz oben die Grenzen zu setzen, weil es eben tatsächlich, ich glaube, das braucht auch gesetzliche Rahmenbedingungen, ich glaube, es braucht auch Beschränkungen, auch Verbote, vor allem, weil man eben sieht, dass manche Konzerne ansonsten auch einfach ungehindert weitermachen, massiv CO2 ausstoßen, Menschen ausbeuten. Also ne, deswegen, ich glaube, das braucht es trotzdem. Und gleichzeitig ist das, was du gerade gesagt hast, auch super wichtig, dass man eben da, wo man kann, jetzt schon anfängt und gerade Unternehmen und Wirtschaft haben eine Wirkmacht und die muss man auch nicht unterschätzen. Die Frage will ich aufgreifen und Sie und euch herzlich motivieren im digitalen Raum, eure Fragen, ko-kreativen Beiträge oder auch bitte Widerspruch laut zu machen, dann wird mir das durchgestochen oder dass Sie sich und ihr euch mit Handzeichen herzlich gerne meldet. Du hast es gerade gesagt, wir brauchen mehr Verbote. Mich würde die Frage an euch alle interessieren. Wo brauchen wir mehr Verbote? Wo sollen wir die Dinge dem Markt überlassen? Wir haben ja gerade schon CO2-Preis kurz angesprochen. Wo brauchen wir mehr Regelsetzung? Wir reden hier von Normern und Normerinnen. Wir sind bei der DKE. Wo brauchen wir vielleicht noch schneller innovative technische Lösungen global? Und wo brauchen wir eine andere oder mehr Kommunikation? Also es sind jetzt ganz viele Sachen an der Wäscheleine. Reißt euch was runter. Also was brauchen wir prioritär? Ich gucke dich jetzt an. Ja, ich merke das schon, aber es ist ja eine Riesenfrage, die kann man ja kaum beantworten. Naja, aber das ist ja der Streit.
Ja, also vielleicht die einfachste Antwort, die darauf möglich wäre, wäre, wir brauchen alles gleichzeitig. Also wir müssen an verschiedenen Hebeln gleichzeitig arbeiten, die bestenfalls dann irgendwie so zusammenwirken, dass sich daraus ein sichtbares Ergebnis ergibt, denn die Emissionen steigen gerade weiter, beziehungsweise ich glaube, sie gehen so, aber auf jeden Fall ist es bei weitem nicht schnell genug, viel zu langsam. Verbote haben den Vorteil, dass sie in gewisser Weise gerecht sind, weil sie alle betreffen, weil sich niemand freikaufen kann. Aber worauf ich mit einem Satz noch am liebsten eingehen möchte, ist das mit der Kommunikation. Ich glaube, dass die Kommunikation ein ganz erhebliches Problem ist, dass viele Menschen zwar insgesamt verstanden haben, dass es ein Problem gibt mit dem Klima, aber die Dimension, was bedeutet das für mein Leben, was bedeutet das für meine Planung, für die Berufswahl meiner Kinder, für meinen Versichertenstatus und so weiter, dann eben im Zweifelsfall doch nicht erkannt ist. Und noch ein Satz zum Fachkräftemangel. Wir wissen, dass gerade jüngere Menschen, Jugendliche und junge Erwachsene, stark belastet sind durch die gesellschaftlichen Entwicklungen, durch den Blick auf die Klimakrise, dass die psychischen Erkrankungen weiter zunehmen. Die sind jetzt schon enorm hoch. Die Wartezeiten auf dem Behandlungsplatz sind viel, viel, viel zu lang. Es gibt lange Ausfallzeiten von Arbeitnehmenden durch psychische Erkrankungen. Das wird zunehmen mit fortschreitender Klimakrise. Das können wir nicht wollen. Das heißt, da müssen wir auch zusammenarbeiten. Ich würde dir zustimmen gerne, dass es mehrdimensional ist und ich glaube, dass man an jeder Stelle jetzt drehen sollte. Ich glaube, die Regulatorik ist unglaublich wichtig, um die Zielsetzung irgendwie nochmal ins Gedächtnis zu rufen, weil Unternehmen agieren jetzt nach regulatorischen Vorschriften. Das heißt, all das, was sich jetzt ergibt und was auch zukunftsweisend ist, wird durch Regulatorik irgendwie schon in die richtigen Bahnen gelenkt. Ich glaube aber auch, dass es um Kommunikation geht und dafür sitzen wir auch irgendwie hier, weil eine letztere Generation braucht es auf jeden Fall, um dieses Thema immer und immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Es braucht aber besonders auch die Verbindungsglieder und das ist einfach Kommunikation und das ist Diskurs, Diskussion, den wir als Organisation zum Beispiel auch angehen, für den wir stehen, diese Brücke zu bauen in die neue Generation, weil was ich nicht möchte, ist verhärtete Fronten und vielleicht ist dieses Video in diesem Kontext natürlich auch sehr aufrüttelnd und hat nochmal was ins Gedächtnis gerufen. Vielleicht sind von Ihnen aber auch manche erstmal abgestoßen und denken sich, okay, wow, jetzt müssen wir es nochmal sehen. Und das würde ich gerne lösen durch mehr Kommunikation. Und ich glaube, Innovation ist der Hebel innerhalb der Unternehmen. Also die Ideen, die wir gerade haben, um die Klimakrise, den Klimawandel zu beheben, das sind die Ideen, die wir brauchen und die werden in ihren Unternehmen entwickelt. Ich würde beim Thema Kommunikation ansetzen wollen, zum einen und gleich noch beim anderen. Kommunikation ist ganz wichtig und zwar zielgruppengerecht. Was wir dafür brauchen, ist, glaube ich, eine viel bessere Allgemeinbildung, wenn es um Thema Energieversorgung und Klima im Allgemeinen geht. Was wir im Moment merken, klar, alle, die hier jetzt heute anwesend sind, die haben irgendwie ein Verständnis davon, wie funktioniert unsere Energieversorgung. Wenn Sie aber in die Masse der Bevölkerung gucken, dann kommt Strom halt aus der Steckdose. Das können sich die meisten hier gar nicht vorstellen, dass das so simpel ist, aber für viele ist es halt immer noch so. Und da kommen, glaube ich, auch ganz viel dieser Vehemenz her. Wieso brauche ich jetzt irgendwie Windräder? Warum werden hier, überall Solarflächen gebaut und so? Das ist doch alles irgendwie hässlich. Hat doch bisher auch funktioniert. Aber dieser Shift und dieser Gedankenübergang, das auch wirklich verstehen zu können und zwar selber nachvollziehen zu können, nicht nur zuzuhören, denn da oben, die einen irgendwie aus Professorensicht belehren, sondern wirklich mitverfolgen zu können, wo die Diskussion ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wo wir in der Masse, wirklich in der Kommunikation und in so einer bisschen grundlegenden Bildung ansetzen müssen. Und ein anderes Thema ist Regulatorik. Ja, Gesetze braucht es. Es braucht sicherlich irgendwo auch Verbote, wobei ich da Fan bin, auf der großen Bühne anzusetzen und bei eben Unternehmen und so Hebel anzusetzen und weniger jetzt der Privatperson viel zu verbieten. Was aber wichtig ist, gerade wenn ich jetzt mal hier das DKE-Publikum im Kopf habe, wir dürfen auch nicht technisch überregulieren. Also was wir gesehen haben, Stichwort Balkonkraftwerke, da machen erstmal alle dicht
und haben erstmal Angst und sagen, das entspricht aber nicht dem Standard. Anstatt Tempo zu machen und zu sagen, okay, da gibt es neue Ideen, da brauchen wir Enabler für und wir setzen eben Regeln, wie es gehen kann. Aber jetzt mal für die Techniker unter uns, was hinterm Umrechter klemmt, ist uns doch eigentlich vollkommen egal. Oh, wie schade, dass dieses Panel so kurz ist. Weil jedes eurer Themen, die ihr... Also. Zu jedem dieser wunderbaren Themen könnte man so schön in die Tiefe gehen. Können wir aber nicht, vor allem, weil wir jetzt auch, vielen Dank für den Beitrag, fantastische Fragen haben. Wer will, klaut sich die Frage. Wir haben drei Fragen, die hier schon mal aufgepoppt sind. Zurück zur Ausbildungsfrage und das Thema Silo-Denken wird hier adressiert. Wie kann eine zukünftige Ausbildung dahingehend verändert werden, dass das Silo-Denken, ich übersetze das jetzt mal, der einzelnen Fakultäten, Disziplinen, was auch immer, Bereiche durchbrochen wird, um miteinander, ja. Ich glaube, das ist meine Frage. Ja, bitte sehr. Interdisziplinäres Denken war, glaube ich, noch nie so wichtig wie jetzt, weil die Herausforderungen, vor denen wir stehen, kennen wir nicht und wir haben keine Lösungen dafür. Und es gibt auch keine Partei, die die Lösungen für sich beanspruchen kann. Das heißt, wir müssen alle zusammen denken, wir müssen in Gemeinschaft denken, wir müssen aus verschiedenen Disziplinen denken. Und es braucht sowohl TechnikerInnen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, als auch GesellschaftswissenschaftlerInnen, als auch PsychologInnen. Und dann kommen wir zu einer Lösung, weil es ein globales Problem ist. Ich gebe die Fragen jetzt nicht weiter, weil lasst uns durch die nächsten gehen, weil ich glaube, da könnte man auch mehr dazu sagen. Subventionen für fossile Technologien stoppen, das wäre ein großer Hebel. Aber wie kann es gelingen? Eine ganz große Frage zwischendrin. Ich kann sie auch stehen lassen. Einfach machen. Nein, also, mit wem genau? Ich bin keine Ökonomin. Nichtsdestotrotz glaube ich, wir haben in den letzten Jahrzehnten, muss man ja wirklich schon sagen, den großen Fehler gemacht aus, ich weiß auch nicht, politisch-ökonomischer Angst, dass uns irgendwie Industriezweige wegbrechen, Dinge zu fördern, die, wie ich eingangs schon sagte, eigentlich tot sind. Was aber in der Vergangenheit dann oft übersehen wurde. Wir haben vor, ich glaube inzwischen ist es fast 15 Jahre her, einen riesen Arbeitgeberzweig, Solarbranche in Süddeutschland, einfach sterben lassen. Aber Hauptsache, wir streiten jetzt um 20.000 Kohlekumpel. Also das sind einfach Sachen, da hätte man viel früher ran müssen. Und dass jetzt die Politik Angst hat, dass ihnen da Wirtschaftszweige wegbrechen, das verstehe ich. Aber da kann ich auch nur sagen, nur Mut, weil weiter so bringt es halt auch nichts. Also nur die jetzt am Leben zu erhalten mit Subventionen, das bringt uns am Ende nicht weiter. Ne? Okay. Also deswegen letztendlich machen und schauen, was passiert. Im Übrigen, ich durfte gerade den Tag der Region moderieren. Die Lausitz wird ein super erneuerbares Tourismusgebiet. Da kann man mit Amphibienfahrzeugen in Kürze rüberfahren und das ist Teil des ÖPNV. Finde ich super. Darf ich ganz kurz noch was Subventionierung angeht, noch mal ganz kurzes Stichwort internationale Finanzströme und globale Banken in den Raum werfen, das ist ein riesen Ansatzpunkt. Aber genau. Okay, und dein Gedanke dazu? Dass da noch wahnsinnig viele fossile Konzerne subventioniert werden mit, dass da wahnsinnig viel Geld fließt, auch international, dass quasi Kredite über fossile Konzerne aufgenommen werden und ja, dass es deshalb auch schwer ist, da nur national einzugreifen und es wirklich nachhaltig zu cutten, aber genau, also das wollte ich einfach nur nochmal so als Thema, das ist ein Riesenthema und das kann man jetzt nicht erklären, aber ich glaube, da muss man... Jetzt kommen noch zwei riesige Fragen rein. Ich bitte um Entschuldigung. Ich versuche das aber, die Fragen ins letzte Panel mitzunehmen, weil unsere Zeit um ist. Ich will aber eins ganz kurz noch fragen. Ehrenamt. So viele von euch sind, du bist ehrenamtlich tätig. Ist Ehrenamt für dich ein wichtiger Hebel in der Krise? Total, aber gar nicht unbedingt nur jetzt in der Energiekrise, sondern für alles. Unser ganzes politisches Miteinander, unser gesellschaftliches Miteinander lebt davon, dass wir als jeder Einzelne, auch Raum haben, uns zu engagieren. Und deswegen wollte ich eigentlich vorhin die Frage stellen, wer von Ihnen ist in der Führungskraft, ja, Führungsrolle, Personalverantwortung und ist deswegen meiner Meinung nach auch in der Verantwortung, auch seinen Mitarbeitern diesen Raum zu geben, sich zu engagieren. Dann machen wir doch die Frage. Ja? Okay, wer einmal gibt kurz seinen Mitarbeitenden, gerne die Hände hoch, im digitalen Raum, gibt seinen Mitarbeitenden als Führungskraft, ich glaube, viele von Ihnen sind das,
den Raum für ehrenamtliche Tätigkeit. Heißt das als Teil der Tageszeit, also der Arbeitszeit? Wer von Ihnen ist Führungskraft und hat Mitarbeiter, denen er es theoretisch erlauben könnte, sagen wir 3 Stunden die Woche, sich zum Beispiel bei der DKE zu engagieren? Okay. Also gut, dass wir geredet haben, da ist noch Luft nach oben offen. Aber die beiden Herren in der ersten Reihe haben die Hand gehoben, zu denen kommen wir jetzt. Vielen herzlichen Dank. Da gibt es noch Fragen. Sollen wir die nehmen? Es gibt noch Fragen. Also mein Timer ist abgelaufen, jetzt muss mir der liebe Regisseur sagen, sollen wir die Fragen noch nehmen, Andreas? Ihr müsst es jetzt entscheiden, wir sind hier total agil. Hände hoch. Nehmen wir noch ein paar Fragen oder nicht? Eine? Haben wir eine aus dem Raum? Bitte, der Herr in der zweiten Reihe. Wir kommen zu Ihnen, wenn Sie so nett wären, sich ganz kurz vorzustellen. Das Mikro ist uns schon da. Ach, da ist auch schon jemand. Okay. Wir nehmen 2 Fragen und beantworten eine. Gut. Ich habe eine Anregung. Fragen Sie doch, wie viele Ehrenamtliche hier tätig sind, die von keinem Chef bezahlt werden. Okay, Hände hoch. Wie viele Ehrenamtliche sind da, die von keinem Chef oder Chefin animiert werden? Sie auf alle Fälle. Okay, das sind schon mehr. Herzlichen Dank. Dann nehmen wir noch ganz kurz Ihre letzte Frage. Wer war der Herr genau an der? Ja. Mein Name ist Uwe Rüttenklau, Firma Infineon, Halbleiter. Wir unterstützen das ganze Thema natürlich auch von der Seite her, sagen wir mal, von bottom up. Meine Frage ist jetzt konkret, geht auch Richtung Fridays for Future. Das Thema können wir ja nur global lösen und wir schauen uns das auch global an. Gibt es von Ihrer Seite auch Verbindungen schon außerhalb Deutschlands, wo man sich vernetzt und das Thema globaler angeht? Danke. Ist damit gemeint allgemein Nachhaltigkeit oder okay? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt allein Fridays for Future, aber auch generell die Klimagerechtigkeitsbewegung gibt es in sehr, sehr vielen Ländern, auf allen Kontinenten oder fast allen. Und da gibt es auch sehr viel Vernetzung, Zusammenarbeit. Wir streiken 2-mal im Jahr an einem Tag weltweit. Wir haben auch viele internationale Kampagnen gegen Konzerne, also vor allem gegen fossile Konzerne, die weltweit agieren, oder gegen Banken, die das subventionieren oder unterstützen. Genau, also da ist die Zusammenarbeit auf jeden Fall da und wir machen auch international Druck auf die Staatengemeinschaft. Aber wir freuen uns auch immer über Unterstützung und über die Tatsache, dass das auch ein bisschen ins Bewusstsein gerät, weil das ist tatsächlich irgendwie nicht so bekannt hier. Wann ist der nächste Klimastreit? 23. September, richtig? Global? 15. Okay, falsch recherchiert. 15. September, global. Vielen herzlichen Dank an euch alle, dass ihr da wart oder da seid. Ihr bleibt auch noch ein bisschen zuhauf. Du musst, glaube ich, deinen Zug schnell kriegen. Alle anderen bleiben in der Kaffeepause. Machen Sie es zu Ihrem Projekt. Vernetzen Sie sich national und dann international. Vielen herzlichen Dank. Danke euch sehr. Danke.